Schwerpunktthemen im Landtag waren diesmal Europa sowie Steuerhoheit für die Länder und Gemeinden. Die März-Sitzung des Niederösterreichischen Landtages begann mit zwei Aktuellen Stunden. Die erste, auf Antrag der ÖVP, widmete sich dem Thema Europas Entwicklung 1914 bis 2014 von verfeindeten Nationalstaaten hin zu einem gemeinsamen Friedens- und Wirtschaftsraum. Abgeordneter Lukas Mandl eröffnete die Debatte und sagte, er nehme das Thema Europa sehr persönlich. Jeder sei von Europa betroffen. Das ist auch bei mir so der Fall. Mein Großvater väterlicherseits ist als Bauernsohn im heutigen Slowenien aufgewachsen. Und 1918 musste er mit dem, was er am Leib hatte, durch die Mur, den Fluss, ins Österreich, in den neuen Grenzen flüchten und war ein Flüchtling. Ich denke, viele Menschen haben in ihrer Familiengeschichte Flüchtlinge und allein das kann ja wohl auch helfen, einen richtigen Blick auf Flüchtlinge zu werfen. Die Familiengeschichte von fast jedem Menschen, der bei uns lebt, ist mit der Geschichte Europas, der sehr harten und wechselvollen Geschichte, irgendwie verwoben. Und das macht dann auch für jede und jeden klar, wie wichtig es ist, dass wir in Europa zusammenhalten auf der einen Seite, dass wir aber auch selbstbewusst als Österreich auftreten in Europa, weil wir als Österreich viel beizutragen haben. Abgeordneter Walter Naderer von der Liste Frank bezeichnete die Europäische Union als Friedensprojekt, als Wirtschaftsprojekt und als soziales Projekt. Die größte soziale Errungenschaft allerdings und ein echter Fortschritt sei aber die eigenverantwortliche Selbstbestimmung des Individuums. Sie schaffe Kreativität, neue Ansprüche, neue Märkte. Der Umkehrschluss bedeutet jedoch nicht, dass automatisch ein neuer Egoismus den Altruismus eliminiert hätte. Nein, wir Menschen sind in unserem Denken und Handeln trotz oder eben durch diese Selbstbestimmung mit einem höheren Gespür für humanitäre Bedürfnisse und Fehlentwicklungen im Bereich etwa der Verteilungsgerechtigkeit oder der Umweltbelastungen ausgestattet. Abgeordnete Madeleine Petrovic von den Grünen berichtete von ihrer Informationsreise nach Brüssel. Dort gehe es den Abgeordneten sehr stark darum, gute Lösungen für Probleme zu finden. Österreich müsse in Europa eine solidarische Haltung einnehmen. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir in Anerkennung natürlich der Größe, die Österreich hat, in Anerkennung auch der Rolle, die wir spielen können, aber sehr wohl hier Partei ergreifen. Und ich denke, für mich ist das schon etwas, was mir irgendwo kalte Schauer über den Rücken jagt, wenn ich denke, wie groß hier manchmal die Gleichgültigkeit ist zu diesem Friedenswerk und dass eigentlich wenige Stunden von hier entfernt Menschen für die Zugehörigkeit zu dieser Europäischen Union mit all ihren Fehlern und Schwächen gestorben sind. Und das vor wenigen Tagen. Und ich glaube, das gibt uns allen eine Verantwortung für diese Menschen, für den Frieden und auch für die Ausweitung der Werte dieser Europäischen Union mit all unserer Kraft einzutreten. Der freiheitliche Abgeordnete Udo Landbauer meinte, der Titel der Aktuellen Stunde zeichne ein gutes Bild über die fehlgeleitete Diskussion, die immer dann geführt werde, wenn über Europa gesprochen werde. Wenn wir die Europäische Union meinen, kann ich nur sagen, es ist nicht Europa, das mir Sorgen bereitet, es ist die Europäische Union. Und das Allerwichtigste, das es zu erkennen gibt, Europa ist eben mehr als die Europäische Union. Und wenn wir uns die geschichtliche Entwicklung ansehen, dann ist es schwer zu bestreiten, dass der Grundgedanke, den zum Beispiel Schumann hatte mit der EGKS, ein durchaus wirtschaftlicher und Friedensgedanke war und das auch sehr lange so geblieben ist und diesen Gedanken heute noch sehr viele pflegen und verfolgen. Es ist aber auch eine Tatsache, dass wir uns heute in einer anderen Zeit befinden, als es damals zur Gründung dieser heutigen Union der Fall war. Der Sprecher der SPÖ, Abgeordneter Gerhard Ratspazan, meinte, er sei sich nicht sicher, ob man immer aus der Geschichte gelernt hätte. Die EU sei das größte Friedensprojekt in Europa. Wenn die Menschen in Österreich, in Niederösterreich, in einigen Bereichen mit der EU unzufrieden sein, kann ich das nachvollziehen. Ich bin es auch.
in Teilbereichen, weil leider sich diese Europäische Union hin zu einer Union der Konzerne, der Finanzlobby entwickelt hat. Wir Sozialdemokraten wollen aber diese EU zu einer sozialen Union für die Menschen machen. Und am 25. Mai wird es darum gehen, nicht darüber abzustimmen, ob wir jetzt für diese Europäische Union sind oder dagegen. Das hat stattgefunden vor ziemlich genau 20 Jahren. Damals haben sich zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher dafür ausgesprochen. Nein, ganz im Gegenteil, am 25. Mai wird es darum geben, wie sich dieses Parlament zukünftig zusammensetzt. Und wir wollen mehr Sozialdemokraten in dieses Parlament kriegen. Das wird ganz notwendig sein, damit sich das Europa in die Richtung entwickelt, wie wir das auch wollen. Weg von den Konzernen, weg von der Finanzlobby, hin zu einer Sozialunion für die Menschen. Eine weitere Aktuelle Stunde beschäftigte sich mit dem Thema Steuerhoheit für Länder und Gemeinden. Sie wurde beantragt von den Freiheitlichen und Grünen. Als Erstredner führte Klubobmann Gottfried Waldhäusl der FPÖ aus, mehr Kompetenzen für Länder und Gemeinden würde bedeuten, dass das Geld in besseren Händen sei, vor allem, wenn man die Bürger mit einbinde. Man kann über alles diskutieren, es gibt Experten. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass bis zu 50% der Steuern von den Ländern eingehoben werden und hier die Länder dann auch bis zu 20% den Gemeinden auch überlassen. Letztendlich wird es für den Bürger billiger und besser. Das Land und die Gemeinden hätten die Möglichkeit, strukturell umzuschichten. Strukturschwache Gemeinden könnten mit niedrigeren Steuersätzen die Bevölkerung anlocken, das Abwandern stoppen, Betriebe anlocken. Die Vorteile der Betriebe wäre dadurch, dass sie hier nicht nur billigere Arbeitskräfte hätten aufgrund der Steuerkosten, sondern oft auch bessere Arbeitskräfte. Und im Umkehrschluss würde man letztendlich unterm Strich sehr viel an Geld einsparen, weil es bürokratisch nicht mehr kostet, weil die Abrechnung generell wieder zentral erfolgen müsste. Klubobmann Ernest Gabmann der Liste Frank befürwortete eine Ausweitung der steuerlichen Möglichkeiten. Eine Dezentralisierung würde dazu führen, näher beim Bürger zu sein. Eine Dezentralisierung der Verantwortung wäre ohne Zweifel gut für lokale Entscheidungsträger. Die Entscheidungen würden getroffen werden, näher am Bürger. Eine Mitbestimmung der Menschen kann festgelegt werden und das Verantwortungsbewusstsein könnte wieder zu den Kommunen kommen, dort wo es auch hingehört. Überall dort, wo der Bürger mitsprechen kann, dort soll er mitsprechen. Der Bürgermeister ist jemand, der sehr direkt gewählt ist, im tagtäglichen Kontakt mit den Menschen steht und sicherlich auch, was Anreize für Investoren und für Unternehmen betrifft, ein sehr gutes Gefühl dafür hat, was kann die Gemeinde anbieten und was kann die Gemeinde eben nicht anbieten. Und dieser Wettbewerb der Regionen, den sehen wir aus der Marktwirtschaft übernommen und den sehen wir sehr positiv gegenüber eingestellt. Abgeordnete Helga Krismer-Huber, Klubobfrau der Grünen, meinte, im Moment litten die Gemeinden an einem grauen Finanzausgleich von 500 Millionen Euro. Das ist nichts anderes, als dass die Gemeinden im letzten Jahr mehr Aufgaben wieder übertragen bekommen haben und das Geld ist aber dann in Wien geblieben. Die Gemeinden haben das Geld nicht mitgeliefert bekommen, sondern ihnen sind nur die Aufgaben übertragen worden. Die Gemeinden haben auch damit zu tun, dass sie neben der Kommunalsteuer als größte Einnahmenquelle die Grundsteuer haben und die ist seit 40 Jahren nicht geändert worden, das heißt keine Hauptfeststellung gemacht worden. Und das nur zu den ganzen Problemen, die wir auch rund um den Verkehrswert und die Probleme der steigenden Immobilienpreise in den Gemeinden haben. Dort wieder die erhöhten Sozialabgaben, dort wieder die Verantwortlichen, denen die Menschen die Türen eintreten und sagen, bitte, ihr müsst etwas tun. Also wir sagen, das muss neu gestaltet werden, es muss auch diese Kopfquote überlegt werden und. Ja. Wir brauchen hier wirklich einen ordentlichen Ausgleich. Die Zentralorte erfüllen Aufgaben für eine ganze Region. Man geht in die nächste größere Stadt, ins Kino, ins Theater, Eislaufen, Sportangebot. Ja, und das wird aber nicht abgegolten. Ja. Das heißt, bitte endlich auch hier fairen, aufgabenorientierten und transparenten Finanzausgleich, sodass sich alle auch auskennen.
SPÖ-Sprecher Rupert Dvorak wies darauf hin, Steuern für Länder und Gemeinden seien ein bereits oft diskutiertes Thema. Dabei müsse aber auch eine Föderalismusdiskussion über die Bühne gehen, mit einem finanziellen Ausgleich für die schwächeren Regionen. Eine Verlagerung der Steuerhoheiten im Bereich der Länder oder Gemeinden darf nicht zu einer Mehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger führen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Eine Verschiebung der Steuerkompetenz kann nicht heißen, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr bezahlen müssen. Aber ich glaube auch, dass sich Länder und Gemeinden mit dieser Diskussion, mit dieser Umstellung natürlich auch einen Vorwurf durchaus entkräften könnten, nämlich dass wir eigentlich Geld ausgeben, das wir nicht einnehmen und wo wir eigentlich keine Verantwortung dafür haben. Und wir Gemeindevertreter sehen dadurch natürlich eine Chance, im Zuge der bevorstehenden Finanzausgleichsverhandlungen über Transfers zu reden, über das Mitbezahlen von Teilen, in denen wir nichts zu bestimmen haben. Zum Beispiel beim NÖKAS, bei der Pflege und so weiter. Hier sind wir zwar Mitzahler, aber nicht Mitbestimmer. Und natürlich, weil das Thema für uns auch spannend ist, weil wir hier eine Chance sehen, für die Bürgerinnen und Bürger gegebenenfalls auch Leistungen günstiger zu erbringen. Schlusssprecher war Abgeordneter Alfred Riedl von der ÖVP. Er merkte an, man sei für eine Steuerhoheit für Länder und Gemeinden und für mehr Wettbewerb. Aber es dürfe dabei nicht zu höheren Steuerbelastungen kommen. Niederösterreich ist für praktikable und vernünftige Ideen natürlich völlig offen. Und zwar erstens, weil wir endlich den Vorwurf wegbekommen, dass wir das Geld ausgeben, was andere einheben, ohne dafür Verantwortung zu übernehmen, ist ein Unsinn. Aber es ist ein Vorwurf, der immer im Raum steht. Und zweitens, weil wir auch erkennen, überall dort, unter Anführungszeichen, wo der Wettbewerb, der gelebte Föderalismus wirklich wirkt, überall dort wird die Einnahmen- und Ausgabenverantwortung und immer beiderseits zu betrachten, für die Bürger deutlich günstiger. Das ist ein Thema, wo wir glauben, da wäre viel Effizienzsteigerung drinnen, aber es muss Aufgabenreform parallel laufen, weil nur dann funktioniert es. Also ja zur Steuerhoheit, ja zum Wettbewerb, aber nur ohne Mehrbelastung. Es darf keine Mehrbelastung geben.